Hi, ich bin's nochmal, der Marcel. Ich mache das Video für den Videokanal Ich und ich möchte ein bisschen was über Christel erzählen. Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich habe mit 14 meine erste Nase gezogen und dieses Feeling, als diese Droge gewirkt hat in mir, ich habe gedacht, ich bin Gott. Ich war der Coolste, der Beste, egal was. Wow, ich bin geflogen, ja. Ich bin einfach geflogen, ich war 3 Tage lang unterwegs, drauf, ja, nichts gegessen, dies, das. Ja, und ich habe dann, wie gesagt, das Ding ist, ich habe wirklich nur noch jeden Tag Beschaffungskriminalität begangen, um an das Christel ranzukommen. Es hat mir fast meinen Arm gekostet, weil ich mir das gedrückt habe auch. Und dadurch ist ein Abszess entstanden. Ich weiß nicht, ob man das sieht, so irgendwie. Ja, und 2 Stunden später hat der Arzt direkt klipp und klar gesagt, 2 Stunden später und du hättest nur noch einen Arm. Ja. Genauso wie es halt auch leider, leider sehr schnell die Psyche kaputt macht, das Christel. Also von Paranoia über Verfolgungswahn. Wir können jetzt hier sitzen, ja, zu zweit, zu dritt, zu viert, wir haben unseren Spaß. Und von einer Minute auf die anderen schiebe ich mir eine Paranoia-Filme und würde dich am liebsten umbringen wollen. Weil du hast gerade irgendwas über mich gesagt, was halt gar nicht stimmt. Das tut sehr, sehr deine Psyche beeinflussen, das Christel. Klar, das tut dich halt auch sehr krass halt, ne? Aufpushen ist ja logisch, ja? Und wie gesagt, du fühlst dich halt, ey, stark. Du bist so ein cooler Kerl. Und im Endeffekt bist du ein Niemand, ein Nichts. Du wirst immer dünner, du tust dich irgendwann auch nicht mehr pflegen, weil, ach nee, das habe ich jetzt keine Zeit, Stoff. Und so geht alles bergab, alles. Ich habe, guck mal, ich bin wie gesagt 35, ja, ich habe jetzt fast 10 Jahre Haft hinter mir. Und alles nur für Drogen. Und das alles nur, damit ich ein paar Stunden oder ein paar Tage ein bisschen einen guten Turn hatte. Und das ist einfach nur behindert. Sorry, wenn ich so rede, aber ich weiß nicht, ja, ob ich das so sagen kann. Ich kann nur jeden ans Herz legen, Leute. Ey, lasst es, Alter. Lasst es sein. Probiert es gar nicht. Egal, wie oft ihr das angeboten kriegt. Egal, wie die Leute sagen, bist du für ein Weichei. Scheiß drauf, bist du halt das Weichei. Lieber das Weichei als so. Und das mit voller Ernst, Leute, weil, ey, das ist alles kein Spaß. Und es ist egal, ob es Kiff ist, ob es Speed ist, ob es Ecstasy ist. Das ist scheißegal. Jede Droge, die dich tören, lässt irgendwann auch der Tören nach. Und dann kommt der Absturz. Und dieser Absturz wartet nicht lang. Der wartet gar nicht lang. Es geht ruckzuck, sitzt du da. Freunde, klar, du hast so lange Freunde, wie du halt auch Material hast zum Beispiel oder Geld hast, damit du die mit durchziehen kannst. Aber dann hast du nichts mehr. Dann hast du auch keine Freunde mehr, weil es gibt keine Freunde in der Drogenszene. Es gibt keine. Und das ist halt das nächste Ding. Ja. Ich habe so gute Freunde früher gehabt, wirklich sehr gute Freunde. Ich habe mir alles kaputt gemacht. Ich habe angefangen, die zu beklauen. Ich hab angefangen, von denen die Eltern zu beklauen, damit ich mir meine Sucht finanzieren kann. Beste Freunde, mit denen ich im Kindergarten im Sandkasten gespielt habe. Das ist es nicht wert. Und da kann jetzt ja, wenn es die Leute sehen und sich denken, du vielleicht, bei mir ist das anders. Nee, nee. Früher oder später hast auch du kein Geld mehr. Und dann fängst du an, kriminell zu werden. Und das ist einfach mal Fakt. Und wenn dir das mit dem Kriminell nicht reicht, da gibt es auch andere Möglichkeiten, an sein Geld zu kommen. Aber ja, das ist halt noch eine krankere Geschichte auf jeden Fall. Zum Beispiel halt am Südseite vom Hauptbahnhof halten, Arsch hinhalten. Für 5 Euro. Und das ist schon richtig, richtig mies. Da gehe ich lieber betteln und Pfand sammeln, Mann. Bevor ich meinen Arsch verkaufe. Wie gesagt, das Ding ist, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, wenn. Ist die Frage, würde ich was anders machen oder nicht? Das ist die Sache. Oder würde ich
trotz alledem es genauso machen, weil ich es ja nicht kenne. Und das ist. Ah, es ist einfach ein Zwiespalt. Es ist echt ein Zwiespalt, ja. Und das. Ja. Das ist halt ein harter, harter, harter Kampf. Ein sehr harter Kampf. Ja, und wie gesagt, gerade jetzt mit den Temperaturen auf der Straße sitzen, ist halt noch beschissener. Dadurch kommt der Türke natürlich auch noch schneller. Ja. Okay, das Problem hast du halt bei Christel nicht. Du sitzt halt da und schwitzt und schwitzt und schwitzt, ne? Weil es halt aufputschen, ne? Aber es ist es trotzdem einfach nur Dreck. Also guck mal, es sind irgendwie Chemikalien, wo du nicht mal den Namen weißt. Und du fährst dir das einfach ein. Das ist einfach nur krank. Das ist wirklich. Das ist krank, ja. Ich weiß nicht, ja, wenn ich die Chance hätte. Okay, bis zum Heroin die Zeit zurückzudrehen. Ich glaube, das würde ich wirklich. Ich glaube es, dass ich es lassen würde, sein lassen würde. Okay, ich glaube es halt. Nee, das ist halt echt strange. Es ist halt wirklich sehr, sehr. Ja, wie gesagt, sind halt so Zwiespalte. Okay, was ist, wenn es jetzt so wäre oder ich es so machen würde oder so? Im Endeffekt, also bei mir persönlich, ich drehe mich im Kreis. Wie oft sage ich mir abends, ey Mann, jetzt ist Schluss, komm, scheiß drauf, nein. Hör auf, Mann, kümmere dich um die Entgiftung, dies, das. Ja, morgen stehst du, so wie ich aufstehe, morgens die Augen aufmache, Türki. Und dann geht das Spiel von vorn los. Und das ist kein Leben, das ist einfach nur ein Vegetieren vor sich hin. Bis halt irgendwann mal die Lichter ausgehen. Und das wird halt dann, ja, das wird halt auch eine krasse Geschichte. Gottes Willen. Ja. Also wie gesagt, ich kann es echt nur jedem empfehlen, ey. Lasst es sein. Scheiße. Ja, es ist. Ich will auf jeden Fall kein Moralapostel sein, ja. Ich bin der Allerletzte, der sich das rausnehmen darf, ja. Aber Leute, wie gesagt, ihr habt meinen Arm gesehen. Das ist es alles nicht wert. Das ist es einfach alles nicht wert. Überhaupt nicht. Das ist. Nee, das geht so nicht. Das ist einfach. Scheiße, wirklich, ja, ich weiß nicht. Ja, Mann. Ach, Mann. Weiß nicht. Ja, jetzt wird es immer kälter. Der Entzug fängt langsam an. Ja, das ist halt auch für den Arsch einfach. Wieder jetzt aufstehen. Ich kann mich nicht mehr mit Leuten unterhalten. Ich muss jetzt aufstehen, losrennen, um Geld zu besorgen. Ey, ich wünsche euch alles, alles Gute und bleibt clean. Mehr kann ich nicht dazu sagen, echt nicht. Bleibt einfach clean, Leute. Probiert's, egal wie schwer es ist. Lasst die Finger von dem ganzen Scheiß, egal was es ist. Und wenn es nur Alkohol ist. Da fängt doch schon das Spiel an mit Alkohol. Du kriegst es überall zu kaufen. Ausweis wird schon gar nicht mehr gefragt. Und so fängt das Spiel an mit Alkohol. Und Alkohol, irgendwann reicht's nicht mehr. Und was machst du? Dann brauchst du das nächste. Dann hole ich mir halt was zu kiffen. Das tönt irgendwann auch nicht mehr. Und dann zack, 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 zack. Das geht an der Endlo. Nach oben geht's immer. Ja, aber das dann unten, das ist. Scheiße. Ja, das ist nicht traurig. Es ist echt traurig eigentlich so, dass ich sowas aus meinem eigenen Mund sagen muss. Aber ich hoffe, dass es echt Leute kapieren irgendwie, bevor sie so da hängen, wie ich da hänge. Das würde ich mir für alle wünschen. Für alle. Ja, das würde ich mir wirklich gerne wünschen für alle. Weil, ja, das ist, wie gesagt, das ist einfach kein Leben, Mann. Stehst morgens auf aus dem Schlafsack raus, ja, und Digga, stehst in der Kälte. Stehst einfach in der Kälte und was mache ich jetzt? Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Ja, und deshalb lasst es sein, Leute, lasst es. Thank you.